Alleinsteigen! Jungs, ich will keine Augen machen, aber falls jemand von euch eine neue MP findet, meins. Nee, auf jeden Fall meins, weil ich mache ein Video. Digga, das hat sich gerade so frech und respektlos angehört. Ja, D-Rock, wirklich D-Rock. D-Rock? Fahr geradeaus! D-Rock? Fahr geradeaus! Zu Ihrer Rechten sehen Sie ein Trophy-System, welches von D-Rock auf das Auto platziert werden sollte. D-Rock, kannst du aussteigen, das ganz kurz abschießen, bitte? Ja, und zwar folgendes. Fahr weg! Ich hab mich von dem Trottel verarschen. Ja, Freunde, wir sind wieder zurück in Warzone. Heute mit einem sehr interessanten Video, denn wir schauen uns eine Waffe an, die es offiziell noch gar nicht wirklich in Warzone gibt. Also ihr könnt die im Klasseneditor nicht auswählen. Die gibt es aber schon auf dem Boden und die scheint ultra stark zu sein. So stark, dass sie eventuell, wenn sie dann letztendlich so rauskommt, dass man sie freispielen kann, man Aufsätze drauf machen kann, auf die man Bock hat und so weiter und so fort, die MAC-10 ablösen könnte und quasi die neue SMG Close Range Meta wird. Da hätte ich übelst Bock drauf, denn die MAC-10 wird jetzt schon mit der Zeit so ein bisschen langweilig, sage ich einfach mal. Viele von euch wissen bestimmt schon, um welche Waffe es geht, und zwar um die CX-9. Das ist eine Waffe, die kann man oder konnte man schon sehr, sehr lange mal im Überlebensmodus von Modern Warfare spielen. Die habe ich auch in meinem Season-Update-Video erwähnt. Die kann man nur auf dem Boden finden, und zwar als orangene oder halt goldene Variante, je nachdem, wie ihr das nennen wollt. Episch oder legendär oder so. Das ist, wie gesagt, die CX-9, und die ist ultra, ultra nice. Und nicht nur vom Gefühl her, der gute True Game Data hat da schon rausgefunden, was die Stats zu dieser Waffe sind, und auch die sehen sehr, sehr lecker aus. Jetzt gibt es erstmal leckere Gameplays auch mit der Waffe. Ihr müsst ein bisschen mit einberechnen. Natürlich kann ich da jetzt nicht so viel Gameplay-Material zeigen wie zu einer Waffe, die man halt im Klasseneditor sich bauen kann, wie man will, denn man muss sie halt auch erstmal finden, so, ne? Und immer wenn ich die gefunden habe, habe ich versucht, logischerweise mit der All-In zu gehen. Und diese Gameplay-Szenen sind dann dabei rausgekommen. Auf jeden Fall bis zum Ende anschauen, sehr, sehr nice geworden. Und übrigens könnt ihr gerne mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken. Da kommt ihr zu meinem Uncut-Kanal. Da gibt es jeden Tag um 12 Uhr aus dem Livestream rausgeschnitten eine komplette Warzone-Runde. Ich versuche da immer auch einen nice Win hochzuladen, so, ne? Wenn es irgendwie langweilig ist, dann versucht es nicht hochzuladen, aber da soll halt trotzdem jeden Tag ein Video kommen. Wer nicht jeden Tag um 10.30 Uhr Zeit hat, um im Livestream dabei zu sein, was ich verstehen kann, kann sich gerne so ein paar Highlight-Runden, komplett ungeschnitten übrigens, auf dem Uncut-Kanal geben. Haben viele mich auch danach gefragt, weil ich ja hier in den Videos immer nur Gameplay-Ausschnitte zeige, beziehungsweise so die besten Momente, und ja, viele meinten, sie wollten mal ganze Runden sehen. Das gibt's auf dem Uncut-Kanal. Würde mich freuen, wenn wir da die 10.000 Abonnenten knacken könnten jetzt. Da sind wir um den Dreh, glaube ich, so bei 7.600 oder sowas. Deshalb gerne mal abchecken. Und ja, jetzt viel Spaß mit den Gameplays zur CX-9. Danach gucken wir Stats und alles mögliche drum und dran an. Sehr, sehr interessant. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt, und lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und jetzt viel Spaß mit den Gameplays. Let's go. Shipwreck. Ich hinauskopf ihn. Oh! Oh! Das ist ja ein Dreckstag. Einer Shipwreck. Was ist los mit denen? Die sind geisteskrank, die sind geisteskrank, die sind geisteskrank. Nein. Einer Knock. Noch einer Knock. Wipe alle. Digga, die ist geil! Die ist mega geil! Ist da jemand? Ja, da ist tatsächlich jemand. Moin. Die pushen hier. Es sind viele Leute. Einer geht red hoch gerade. Genau deshalb. Das sind verschiedene Teams. Richtig. Da ist er. Das ist der. Das ist das Wetter. Ja, schön. Ich dachte, du keine Ahnung. Ist er gesprungen schon? Er ist runtergesprungen. Nein. Er ist One-Shot. Ja, ich sehe ihn. Nice. Big place. Vorsicht, gefällt mir nicht so gut, weil wenn da einer ist, dann bin ich instant tot. Nein, genau, jetzt leidet er. Ui. Close by Chris. Digga, holy shit, hab ich den aber outplayed mit dem Hinling. Alter, GG's, geiles Ende. Geiles, Alter. Nice.
Was? Ja. Reingegangen. Ui, ein Flugzeug an der Nock. Absolut der zweite. Hat's weggekommen, oder? Naja, what? Ah, der landet noch. Er ist zwischendrin! Er ist hier zwischen? Nein. Nein. Mann, ist noch einer. Noch einer? Wipe. Felix bei dir. Ich bin safe. Aber ein Knock? Das war der Mann. Hab das Team hier. Noch einer? Gegner bei mir? Ja, ich wollte den holen. Was heißt bei dir? Ah ja, hier oben drauf. Knock. Ah, Sniper von hier. Das oh. Nein, das wäre so schön gewesen fürs Pedal. Wir haben aufgehört. Ja, der ist hier vor uns, Chris. Wo denn? Lol. Nicht gefunden, einfach. GG's! Die wurden revived. Sind die ganz oben? Ja. Tappen. Nein. Dumme Idee. Ganz, ganz dumme Idee. Wie viele? Cool Kick'em? Einer. Nur einer? Ja. Ganz oben die drauf? Ja, 4 Meter entfernt. Er hat schon Loadout. Wo ist er? Wo ist er? Ganz oben drauf? Ja, er ist halt unten runtergesprungen. Okay. Wieso hat der schon Loadout? Ich hab ihn. Ich werde ihn nicht treffen. Okay, ich werde ihn treffen. Ich werde ihn nicht treffen. Nein. Nein. Einer, oh mein Gott. Einer ist hier absolut hinten dran. Er ist tot. Ja. Und bei Police halt auch noch. Police Shop einer. White Egg House auch jetzt. Oh mein Gott. Klatsche bekommen. Auch eine Klatsche bekommen. Holy shit! Oh, Baby! Auto hinter uns bei den Hangars abgefahren. Heli fliegt. Ganz schlechte Idee, Bro. Ganz schlechte Idee, Bro! Oh. Wie close? Was ist das? Knock. Ja, okay. Ich bin safe, Leute, bitte hol mich. Wo hat er dich denn getötet? Von Police. Ich push die kurz mit der Totenschelle. Perfekt. Oh! Scheiße gelaufen, Digga. Ich hab ein Position gekauft für die Endzone. So, der ist blass. Ja, hab ich. Rechtstag. Einer springt wieder. Wipe das Team um. Hast du den Fort? Ja, ne? Noch einer. Nein. Weil ich so lange mit dem beschäftigt war hier hinter der Snock. Du könntest mich rebinden. Ja, chill, wir müssen die kurz fighten hier. Da fliegt ein Position. Aber eigentlich bin ich. Aber eigentlich bin ich im Flug, Brezi. Einen Knock. Ein Knock. Er ist noch in der Zone. Er hat mir nicht gegönnt, Alter. Er wollte einfach nicht. GG's. Ja, Freunde, da sind wir wieder und eine ganz kurze Information für euch, denn der Agency Mündungsfeuerdämpfer, der ja mit dem Season 2 Update verschlechtert wurde, beziehungsweise der war dann wieder komplett scheiße, hat teilweise bei Waffen 40% Bullet Velocity abgezogen, bei den SMGs irgendwie 20-30% Reichweite, war ein Katastrophen-Update zu diesem Aufsatz. Das wurde jetzt wieder rückgängig gemacht und zwar sogar zur richtigen Beschreibung. Der gibt euch jetzt Geräuschdämpfer, was er davor auch getan hat, Rückstoßkontrolle vertikal, aber anscheinend echt ganz wenig Rückstoßkontrolle, also den soll
solltet ihr nicht spielen, wenn ihr einfach weniger Rückstoß haben wollt. Kugelschnelligkeit und effektive Reichweite, so wie es davor auch schon war, so wie es auch mit dem Monolith-Schalldämpfer in MW ist. Zielgeschwindigkeit und Zielstabilität verliert ihr ein bisschen, aber das ist vollkommen okay. Das ist jetzt wieder der absolute Go-To-Aufsatz. Ihr könnt alle eure Klassen-Setups wieder ändern und den Agency bzw. GRU und entwickeltes Schalldämpfer-Gedöns ausrüsten, denn das funktioniert jetzt endlich alles wieder. So, ganz kurz, ihr seht hier auch logischerweise, dass nirgendwo irgendwo im Klasseneditor die CX9 verfügbar ist. Allerdings gibt es natürlich trotzdem schon Stats. Wie gesagt, True Game Data hat sich daran gesetzt, hat die Stats gemessen in Beutegeld, als er sie aufgehoben hat. Und ja, wir haben die Damage-Profile von der CX9. Ihr macht auf den Kopf 36 Schaden, was für eine SMG mit der Feuerrate, was ihr gleich sehen werdet, extrem gut ist. Auf den Oberkörper, also Brust und Bauch, 25 und auf den Rest des Körpers, also Extremitäten, Arme und Beine, 22 Schaden. Was immer noch in Ordnung ist, vor allem bei der Feuerrate, denn da sieht das Ganze richtig krass aus. 1040 Rounds per Minute, das ist ein bisschen weniger als die MAC-10, die hat ungefähr 1100 oder sowas. Auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich wie die MAC-10, aber ein Stückchen weniger. Auf den Kopf habt ihr eine Time to Kill von 346 Millisekunden, was sehr, sehr geil ist. Auf die Brust 519 Millisekunden, auch sehr, sehr solide und besser als die MAC-10, aber dazu kommen wir gleich. Und auf den Rest des Körpers 635 Millisekunden. Das sind jetzt keine Werte, wo man sagen kann, okay, das ist komplett OP. Die FFAR hat beispielsweise immer noch eine bessere TTK. Allerdings schauen wir uns ganz kurz mal den Time-to-Kill-Vergleich an mit der MAC-10 und der Cold War MP5, die übrigens immer noch in meinen Augen komplett unter dem Radar ist. Die spielt immer noch gefühlt keine Sau, obwohl sie von allen SMGs die beste Time-to-Kill hat, bis zu 10 Metern ungefähr. Hier seht ihr, wie ich eben schon gesagt habe, die Cold War MP5 hat unter 500 Millisekunden Time-to-Kill, was ultra krass ist. Nur bis 10 Meter, danach hat die den ersten Damage-Drop-Off. Und noch ganz kurz zur Erklärung bezüglich der Time-to-Kill jetzt in diesem Graphen. Die CX-9 hat auf dem Boden ja schon Aufsätze drauf und es sieht sehr stark danach aus, als würde da ein integrierter Schalldämpfer drauf sein. Kein langer Lauf, sondern ein integrierter Schalldämpfer, der euch in den meisten Fällen so 20-25% Damage Range dazu gibt. Das heißt, die Werte hier sind schon mit Aufsätzen. Vielleicht nicht mit den besten Aufsätzen, das werden wir noch herausfinden, aber auf jeden Fall mit einem Lauf oder mit einem integrierten Schalldämpfer, der euch mehr Reichweite gibt. Und die Reichweite ist auf jeden Fall sehr, sehr krass, denn bis zu circa 18 Meter habt ihr die effektive Schadensreichweite von diesen 519 Millisekunden auf die Brust, was natürlich ultra stark ist und auch besser als die MAC-10 und das sogar auf jede Range. Denn der zweite Damage-Drop-Off von der CX-9 gibt euch zwar weniger Schaden, aber ihr braucht trotzdem die gleiche Anzahl an Kugeln. Das heißt, eure Time-to-Kill wird nicht schlechter. Und das ist auf jeden Fall eine ziemlich heftige Sache und könnte bedeuten, dass die CX-9 die MAC-10 ablösen wird. Denn der Grund dafür, dass jeder die MAC-10 spielt, ist halt vor allem, dass die ganz, ganz wenig Rückstoß hat, ein großes Magazin, hohe Feuerrate. Das heißt, wenn man die Kugeln mal daneben schießen sollte, dann ist es egal, weil eure Time-to-Kill wird nicht extrem viel schlechter, wenn ihr Kugeln daneben schießt, wenn ihr eine hohe Feuerrate habt. Ne? Ich denke, das sollte jeder verstehen. Und die CX-9 hat einen ultra krassen, fast nicht vorhandenen Rückstoß. Ist sehr, sehr wild. Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht, wann die CX-9 jemals verfügbar sein wird. Aber ich freue mich auf jeden Fall darauf. Ich habe Bock, dann zu der nochmal ein eigenes Video zu machen, sobald die draußen ist, sobald man seine eigene Klasse damit bauen kann. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu der Waffe in die Kommentare. Wenn ihr sie schon gespielt habt, dann wisst ihr ja ungefähr schon, wie sie so ist. Und wenn ihr sie jetzt nur vom Gameplay gesehen habt, dann könnt ihr ja trotzdem was dazu sagen. In diesem Sinne, das soll es schon wieder mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Haut rein. Ciao, ciao.